Hallo und willkommen zu einem weiteren Let's Show von den ShadowTubers. Bei mir ist dieses Mal der Colin, der noch einmal auf Probe hier ist. Und wenn er es diesmal verkackt, dann... Wie auf Probe? Ja, auf Probe, Junge. Letztes Mal hast du es voll verkackt. Du hast das Ganze gehört. Du hast das Ganze Let's Show. Und naja, der Colin, der muss öfter mal was sagen, wenn ich gerade dabei bin, Erdnüsse zu essen. Wieso du dich darüber aufregst, ey? So. Ja, hör mal gut zu, mein Junge hier. Der Hauptgrund, dass du hier wieder mitmachst, ja? Das ist, weil die Saskia gesagt hat, hey, komm, mach was das spielst du hier eigentlich? Zweit. Ja, warte doch mal ab, das können die Leute schon sehen. Du noch nicht, warte ab. Erdnüsse. Ja. Ich spiele heute das Spiel Griechen, oder wie es hier heißt, Tilonians The Clan Wars oder so ein Scheiß. Jedenfalls ist das ein Tower Defense Spiel, was nach dem Prinzip von Plants vs. Zombies aufgebaut ist. Nur halt, dass es ein Flash Game ist. Und das hat doch ein Intro und das zeige ich euch jetzt erstmal. Ja, und ich Erdnüsse essen. Nope. Intro, schwul. Schwul. Intro. Unnötig. Unnötig. Ist das Intro immer noch am Laufen? Ja. Yep. Okay. 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 Wir brauchen... brauchen wir das Tutorial? Colin, brauchen wir das Tutorial? Nein. Nein. Du kannst das auch so. Ich kann das auch so. Ich habe das zwar heute nur gesehen, als der Ole das gespielt hat und habe dem dabei zugeguckt, aber egal. So. Hier ist der Kaufbildschirm. Hier können wir halt Einheiten kaufen, wie bei Plants vs. Zombies, da hat man ja auch so einen Shop, nur gibt es da halt mehr Einheiten, hier gibt es halt weniger. Ist ja kein Vollpreisspiel und so. Und wenn wir genug Skillpunkte haben und genug Gold, können wir uns die kaufen. Allergie ist wahrscheinlich. Und die haben halt verschiedene Fähigkeiten. Und mehr weiß ich eigentlich über die einzelnen Dinger auch noch nicht. Hier, das sind auf jeden Fall die Palisadenzäune, die halten Feinde ab. Das ist ein Bogenturm. Bei denen weiß ich aber jetzt schon wieder nicht, für was sie da sind. Das sind auf jeden Fall die Bogenschützen. So, jetzt können wir uns erstmal noch gar nichts leisten, weil wir keinen Punkt haben. Deswegen starten wir einfach mal. So, hier die Teile. Die sind da, um uns Nahrung, um uns Münzen zu schaffen oder wie auch immer. Weil wir müssen wie bei Plants vs. Zombies diese komischen Münzen einsammeln, damit wir irgendwie Geld kriegen und neue Einheiten kaufen können. Bei Plants vs. Zombies sind es halt die Sonnen. Oder die Sonnen sind es dann. Dann ist das halt auch wie bei Plants vs. Zombies, dass die Gegner auf unsere Reihen zukommen und wir ihn einfach weghauen. Hohoho. Schau dir das an. Schau die einfach so weg. Beenden. Ich battle die einfach so derbe weg. Soll ich das Gespräch beenden?
Nein, sollst du nicht. Soll ich das Gespräch beenden? Nein, sollst du nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Wow, und das ist dann die letzte Welle, und jetzt? Bei der können wir dann unsere fette Feuerattacke. Obwohl es eigentlich schon unnötig ist bei der Welle, weil das die erste ist. Das ist aber auch egal. So. Da unten seht ihr immer den Fortschritt. Also wir hatten es jetzt komplett geschafft. So, da gibt es dann die Punkte, da gibt es dann wieder irgendeinen Tipp und da können wir dann schon wieder Einheiten kaufen. Wir können uns aber immer noch nichts kaufen, weil das günstigste, glaube ich, 2 Skillpunkte kostet. Und das ist der Bogenschütze, den holen wir uns auch als nächstes. So, jetzt muss ich erstmal schauen, hier in die hinterste Reihe baut man am besten immer diese Stände. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich hier ziemlich weit vorne so einen Typen hinkriege. So. Das wird möglich in jeder Reihe. So, zack, zack. Die lassen schön weiter Kohle fallen, dann können wir uns wieder Zeug kaufen. So, Kohle, Kohle, Kohle. Hey, ich kann mir den Typ leisten, was soll das? Kohle, Ole, Ole. Kohle, Ole, Ole. Achso, ja, hallo Saskia. Los, los, haha, hu, haha, Mann, bin ich voll fies. Ha, du sagst zu wenig, stimmt etwas nicht, bedrückt dich etwas. Warum? Ich sag gar nicht zu wenig. Brauchst du psychische Hilfe? Lieber zu wenig als zu viel. Gar nicht, man kann bei Let's Plays nie zu viel labern. Digga, ich schwör. Doch. Nein, ich. Ich. Nicht du, ich. 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 Also hier unten ist halt diese Fortschrittleiste. Ich. Während das hier so läuft, dieser ganz normale rote Balken, kommen einfach ab ich. Und zu mal ein paar Gegner. Und bei diesen großen Schwertern kommen immer so riesige Kampf. Ich. Die sind dann halt schwerer abzuwählen. Ich. Ja, du schwörst. Nein, warte, du schwörst nicht. Ich schwör. Ich schwör. Ich schwör. Ich schwör. Ich schwör. Ich schwör. Gleich haben wir genug Geld für so Kumpel. Ja. Das werden wir noch reicher. Ich schwör. Final Wave, jetzt hab ich aber Angst. Flammensturm. Ich störe. Und die Soldaten, die steigen halt auch auf jedes Mal. Der Typ in der vordersten Reihe war zum Beispiel schon Level 2. Yeah. Ich störe. Ja, du schörst, Colin. Du schörst. Popcorn. Ja, du schörst Popcorn, Colin. So, hahaha, jetzt können wir uns nämlich den Bogenschütz kaufen. Jetzt ist viel mehr Action auf dem Schlachtfeld. Nein, eigentlich nicht, es ist wie in der vorigen. Nur weil das der Bogenschütze schweineteuer ist. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass man ja nahezu jedes Lied mappen kann? Wir müssten mal so eine Fragerunde machen. Wir müssten mal so ein Lied vormachen. Wir müssten die Leute mal raten, was das ist. Oder? Das wäre eigentlich voll eine gute Idee. Aber mir fällt gerade kein Schwul. Lied ein, was ich vormachen kann. Nein! Colin! Map. Ah, die Säcke haben auch Bogenschützen. Warte. Kann ich gegen die Bogenschützen nichts ausrichten? So ein Shit. Für die Bogenschützen brauche ich Bogenschützen. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Colin, das hatte ich nicht erwartet. Wie machst du denn die ersten Bogenschützen? Wie machst du denn die ersten Bogenschützen, wenn du für die Bogenschützen brauchst? Nee, ich meine, um die Bogenschützen zu killen, die Gegner, glaube ich, selbst. Oh, Final Wave kann man eigentlich also immer so